Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, ich habe immer noch gute Laune und ich bin immer noch mega, mega begeistert von dieser Quest. Es dauert wahnsinnig lange und ich könnte innerlich fast kotzen, dass ich immer noch nicht fertig bin, weil ich das halt endlich mal abgeschlossen haben möchte, um dieses Doppelpferd da zu holen, mit dem Doppelsitzer sozusagen. Aber ich bin total begeistert von dieser Quest. Also wenn die Hauptquest auch nur halb so geil ist wie diese Nebenquest, dann echt Daumen hoch schon mal jetzt für das Kapitel. Ja, wir sind in Riften und da sollen wir, ich weiß es gerade gar nicht, ich bin nur durchs Portal gegangen. Achso, bestiehlt einen korrupten Händler. Ja, ich hoffe, dass wir da zumindest... Doch, da hinten ist ein kleiner Hinweis. Wo dieser Händler ist? Ah, stopp. Ah, das sind Leute, die rumlaufen. Das ist gar keiner, der irgendwo am Stand ist. Ah, Gott, okay. Oh, da ist aber die Wache direkt. Ah, nicht gut. Jetzt läuft die Wache auch noch hinter mir her. Geh weg. Ich will den nicht ausrauben. Geh weg. Oh, kann der mal woanders hingehen? Ich denke, ich soll den bestehlen. Funke, lenk den mal ab. Alter, diese Wache geht mir auf den Sack hier. Ja, genau. Jetzt dreh dich auch noch genau in dem Moment. So gibt doch wer den Wachen. Ich weiß, ich weiß. Hier läuft eine kleine Gaunerin. Ihr könnt mich mal. Ich hätte es mitgenommen. Hauptsache, ich hab's gemacht. Scheiß auf das Kopfgeld, Hauptsache ich hab's gemacht. Der kommt mir jetzt aber gerade nicht hinterhergelaufen, oder? Hä? Ich glaube, da hinten kämpft einer mit dem oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat es funktioniert, das ist schön. Dann werde ich erstmal den nächsten Ort aufsuchen. Ja, was ich gesagt habe, war natürlich Blödsinn. Ich muss das mal ein bisschen so drehen, dass man das lesen kann. Weil... Da steht ja, eins von drei ist schon abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen nur einen Händler zu bestehlen. Wir müssen nicht mehrere Händler bestehlen. Dementsprechend bin ich jetzt zu diesem Fuchswurz hier rübergeportet. Ich wollte nicht zu Fuß gehen. Und bin jetzt am Überlegen. Ja. Das ist überall hier so dazwischen, kann das sein? Eins von drei. Ich habe doch gerade irgendwo noch eins gesehen. Ach, das habe ich gehört hier. Da hinten ja. Ist eins, aber wo? Hier. Dann... Euer gesetztes Ziel. Ja, das ist ja toll. Da ist noch mal... Ist das links das? Ja. Ja, 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 das ist hier. Funke, kannst du den mal kurz? Okay. Brauchst du nicht mehr? Ich habe schon abgeerntet. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, dass ich erstmal wieder zurückgehe zum Porten und dann mal gucke, wo ich als nächstes hingehe. Bis gleich. Bin jetzt einfach mal irgendwo hingeportet, wo noch ein Verlies ist, was ich jetzt noch nicht gemacht hatte. Dann schauen wir mal, ob das reicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass das ein Gruppenanführer sein muss. Oh nein, es ist ein Dwemer-Mine. War ja wieder klar. So, okay. Links können wir hier, glaube ich, nicht durchgehen. War das oben ein Buch? Nee. Links können wir nicht durchgehen, soweit ich mich erinnere, oder? Das ist hier so... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da nicht direkt durchgehen können. Doch, wir kommen zur Scherbe. Dann nehmen wir die natürlich auch in der eine mal kurz mit. Funke, kannst du dich bitte mal hier um unsere Verfolgerin kümmern, solange ich die Scherbe noch hole? Nee, Funke sagt sich, warum sollte ich das tun? Ach
Gott, dann gehe ich halt schon mal weiter. Nee, doch, richtige Richtung, oder? Hier rum. Die Verwirrung kennt mal wieder keine Grenzen. Oh, ich dachte gerade, das ist ein Gegner. Nein, jetzt sagt mir nicht, der hat jetzt... Ach, komm, hier. Komm her, mal gucken, ob du das bist. Ja, mega. Es hat gereicht. Okay, dann porte ich jetzt mal eben zurück und dann sehen wir uns gleich beim Greifen wieder. So, wir sind wieder drin. Und das ist falsch, ne? Oder? Nee. Ich hatte jetzt gerade so einen kurzen Gedanken, dass wir gar nicht hier hinreisen sollten, weil wir sonst immer woanders hinreisen sollten. Aber es ist doch richtig. Moment, sind hier wieder neue Bücher? Ich glaube, erst wenn wir wieder mit dem gesprochen haben, oder? Hallo Greif, ich bin zurück. Ich komme nur nicht hoch. Oh, spring doch. Alter, ich sehe hier nichts, das ist zu nah dran. Jetzt spring da hoch. So. Sterblicher. Da seid ihr ja wieder. Gegen das Unrecht zu kämpfen ist sein eigener Lohn. Aber ihr habt auch meinen Dank. Die Zeit, die ich mit meinem ältesten und besten Freund verbringen durfte, war meinem Herzen ein Balsam. Und gemeinsam haben wir einen Plan erdacht. Ein Plan? Wofür? Wenn ich euch meine Kraft leihen soll, wenn ihr die Schriftlehre meistern wollt, dann müsst ihr mir eine Gunst erweisen. Das ist mittlerweile eine Tradition. Ihr seid bisher allen in Not ein Schild gewesen. Nun wollen der Fuchs und ich, dass ihr jene beschützt, die uns näher sind. Sprecht ihr davon, die Schola zu beschützen? So ist es. Am Ende hatte Ulf Sild wie immer recht. Ich kann nicht die einzige Verteidigung der Skola sein. Mit Hilfe meines Gefährten werdet ihr Schutzmagie borgen, die die unsere ergänzen wird. Woher werden wir uns diese Magie borgen? Sprecht mit dem Fuchs, Sterblicher. Es war seine schlaue Idee und er wird euch leiten. In der Zwischenzeit treffe ich Vorbereitungen. Es ist eine Weile her, dass diese Krallen zarte Zauberbande woben. Dann werde ich mit dem Fuchs sprechen. Seid schnell und mutig, wenn ihr diese Magie stehlt, Sterbliche. Der Fuchs ist stets ein wackerer Verbündeter, aber an den Orten, an die ihr reist, sind die Schatten tief. Was werdet ihr mit der Magie anstellen, die wir stehlen? Dies mag euch überraschen, da unser letzter gemeinsamer Moment ein Sturm von Frost und Eis war. Aber Ulf Sild und ich waren großartige Partner. Bevor die Skola sich entfernte, träumten wir von ewig wachsamen Beobachtern, die den Komplex beschützen sollten. Ihr werdet mittels der Magie, die wir stehlen, also diese Wächter herstellen? Ja. Belebte Rüstung nach Ulfsilds Entwurf. Wachposten, die selbst dann noch wachen, wenn mein Blick trübe wird. Vor all den Jahren dachten wir, es sei nicht eilig, bis es dann zu spät war. Ja gut, warum die beiden Gefährten sind, habe ich ja schon gefragt. Die Geschichte mit dem Bäcker war es, glaube ich, den er beschützt hatte. Wir haben den Greifen kaum aufgetaut und schon ziehen wir aus zu einem Abenteuer, um Daedra-Fürsten Magie zu stehlen. Ist das nicht aufregend? Oh, ich sollte mich lieber dehnen. Nicht, dass ich noch Krämpfe bekomme. Moment, wir stehlen Magie von Daedra-Fürsten? Er erwähnte nicht, wohin wir gehen? Alberner Greif. Wir beide werden uns auf die Ebenen von Hermaeos Mora, Merunes Dagon und Nocturnal schleichen. Dort stehlen wir ein wenig ihres wertvollen Kreatia und bringen es her. Hallo, Hermaeos Mora, mit dem arbeiten wir doch gerade zusammen. Funktioniert das überhaupt?
Wie stellen wir das an? Wir müssen nur einen Ort finden, an dem die Verbindung zwischen Nirn und einer dädrischen Ebene so dünn ist, dass ich mich hindurchwinden kann. Als würde man einen Tunnel von einem Bau in einen anderen graben. Kinderspiel! Warum schleichen wir uns auf diese Ebenen? Nun gut, große, starke Abenteurerin. Ich weiß, dass für euch eine Reise auf eine dädrische Ebene dem morgendlichen Gang zur Bäckerei ähnelt. Aber die Orte, die wir besuchen werden, werden überwacht. Wir müssen subtil vorgehen. Und subtil ist mein zweiter Vorname. Ich dachte Diebstahl. Verstehe. Wo sind diese dünnen Verbindungen, die ihr erwähntet? Wir beide reisen nach Wurzwasserhain in Grünschatten, Morgenrot auf Auridon und zu einer alten Feste namens Faldas Zahn in Rift. Oh, und bringt Dietriche mit. Ein neues Abenteuer an eurer Seite. Das wird eine Menge Spaß machen. Dietriche habe ich immer einen 200er-Pack dabei. Was stehlen wir den Dedra-Fürsten? Man nennt es wohl Krecker? Kreatia? Daraus machen die Dädra-Fürsten ihre Ebenen. Ich muss einfach nur meiner Nase folgen. Ihr wollt eurer Nase zu diesen Kreatia folgen? Ich habe eine Menge Zeit mit dem Greifen verbracht, als er eingefroren war. Aber nicht meine gesamte Zeit. Er war kein sonderlich redseliger Gesprächspartner. Dann ging ich mit mir selbst spazieren und lernte über die Jahre so einiges. Beispielsweise eben, wie rohes Kreatia riecht. Herr Meus Mora, wo stehlen wir sein Kreatia? Der Fürst des Wissens schickte Tentakel tief unter den Boden unter dem Wurzwasserhain. So konnte ich mich in einen Teil Apokryphas winden, den man das verschleierte Forum nennt. Dort versteckt er ein wenig Kreatia. Es riecht nach alten Büchern? Ich habe schon mit Hermeus Mora zusammengearbeitet. Oh, ihr habt mit einem Dädra-Fürsten zusammengearbeitet? Wie nett. Das war sicher aufregend. Durftet ihr seine Tentakel schütteln oder? Wie dem auch sei, ich hoffe, wir können dort trotzdem unbemerkt bleiben. Ja, weiß ich nicht. Er sagt ja immer, dass er meine Anwesenheit spürt. Warum stehlen wir Kreatia von Merunes Dagon? Bösewichte, die Dagon folgen, haben das Dorf Morgenrot niedergebrannt, was die Barriere zwischen Auridon und den Totenländern schwächte. Wir können in diese Festung namens Hoffensbrand schlüpfen. Das Kreatia des Fürsten ist dort verstaut. Uff, es riecht verbrannt, wie Schwefel. Uff. Ich habe bereits gegen Dagon gekämpft. Meine Güte, wie habt ihr das überlebt? Warum habt ihr noch eure Augenbrauen? Das ist unglaublich. Hört zu, wir sollten dort vermeiden, Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Was auch immer ihr zuvor getan habt, um ihn zu bekämpfen, tut es nicht, während wir dort sind. Okay, dann bleibe ich im Schatten. Wir stehlen Kreatia von Nocturnal. Wo? Ich musste wirklich eingehend nach einem Ort schnüffeln, an dem ich mich nach Immergrau winden konnte. Faldas Zahn ist voller Kultisten und ihre Gebete haben es geschafft. Das hoffe ich zumindest. Ich rieche einen Hauch von Kreatia. Es riecht gruselig, wie ein altes Herrenhaus. Ich bin in der Vergangenheit bereits gegen Nocturnal vorgegangen. Ihr seid gegen die Fürstin der Schatten vorgegangen? Und habt überlebt? Puh, beeindruckend. Hört her, ich hasse Immergrau. Dort ist es mir zu gruselig. Ich bleibe in der Nähe unseres Eingangs. Lasst euch bitte nicht erwischen, ja? Okay. Ja, Nocturnal fand ich... Es war ja die in der Vergangenheit, wir haben es ja schon let's played, uns dann auch verraten hatte, glaube ich. Meine ich zumindest. Oder war das die uns dann sogar noch geholfen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Reisen wir los! Ja. Ich muss hier raus. So, wir sind angekommen. Ich weiß, dass dieser Ort nicht sonderlich belesen aussieht, aber Hermeus Mora gräbt tatsächlich irgendwo unter uns herum. Alter, was war das? Geht's noch?
Ich weiß, dass dieser Ort nicht sonderlich belesen aussieht, aber Hermaeus Mora gräbt tatsächlich irgendwo unter uns herum. Egal. Was zählt ist, dass wir hier sind, weil Apokrypha in der Nähe ist. So nah, dass ich die Tinte riechen kann. Was muss ich auf der Ebene von Hermaeus Mora tun? Der dädrische Fürst der Geheimnisse weiß, wie man Dinge versteckt. Er hat ständig neue Projekte, sagt der Greif. Also verwendet er ständig Kreatia. Wir müssen einfach nur so verschlagen sein wie er. Zum Glück habt ihr diese Linse, die Ulfsild damals hergestellt hat. Jetzt muss ich nur noch die Linse verwenden, um das Kreatia zu finden? Mit der Linse solltet ihr euren Weg finden können. Hütet euch nur vor seltsamer Apokrypha-Magie. Und vor Fallen. Hermaeus Mora liebt Fallen. Keine Sorge, ich glaube an euch. Ich werde aufpassen. Klingt ein bisschen seltsam, wenn man bedenkt, dass ich immer in Fallen reintrete. Das verschleierte Forum. Warum habe ich hier eigentlich immer eine Markierung drin? Wenn ich hier reingehe, ist die Markierung weg. Ist auch irgendwie komisch. Naja. Hier, Freundin! Ein Ort, um eure Linse einzusetzen! Ja, wolltest du nicht eigentlich in der Nähe der Tür bleiben? Aber ich beschwere mich nicht, also... Da hinten ist ein Strahl. Da war ein Strahl. Ah. Anweisungen zum Sonderband. Diese Nachricht riecht wie der nahe Raum. Es ist nicht mehr weit. Unser Fürst der Geheimnisse hat einen Splitter Kreatia in der großen Halle des verschleierten Forums versteckt. Am Kopf der Treppe verbergen 4 Kerzen gewieft das Versteck des Splitters. Bringt den Schatz ans Licht, indem ihr die 4 Kerzen in genau dieser Reihenfolge entzündet. Okay, das schreibe ich mir besser mal auf. Ich weiß, man kann auch immer noch nachgucken, aber vom Eingang aus gesehen liegt die erste Kerze am weitesten entfernt. Sie erwartet ihr erstes Licht. Okay, am weitesten entfernt. Eine zweite Kerze winkt, wenn ihr gen Süden blickt. Zweite Süden. Dritte, die nächste Kerze steht im Norden. Anschließend wartet unter euch die letzte Kerze. Unten. Okay. Am weitesten entfernt, dann so technisch nach unten, nach oben. Und dann eigentlich wieder nach unten. Also, Okay, wir versuchen es auf jeden Fall mal. Moment, wo muss ich denn jetzt rum? Jetzt ist hier beides weiß. Entzündet die Kerzen in der richtigen Reihenfolge. Achso, findet Fuchs auf Eridon. Okay, dann müssen wir hier hoch. Ich muss es mir angucken. Übrigens, das Grüne sind, glaube ich, die Fallen, wo man nicht reinlaufen darf. Ich wäre fast schon zweimal reingelaufen. Oh, halt. Das nehmen wir noch mit. Die Triche brauchen wir ja, ne? Okay. Die Kerze am weitesten entfernt. Die kann man hier alle machen, oder? Beistelltisch? Die kann man nicht machen, okay. Also hier ist die Kerze. So, hier ist eine Kerze. Da ist was zu lesen. Geschichte für die Ewigkeit. Dann... Ist jetzt natürlich die Frage, hier vorne ist noch eine Kerze. Wie die das genau meinen. Ist hier nicht eine Kerze? Doch, hier. Das ist die, die am weitesten entfernt ist. Wie abgeschlossen. Hä? Was? Dann die Kerze im Süden. Auf der Karte ist der Süden hier. Dann im Norden. Ich gehe jetzt nur nach der Karte, ne? Das wäre eigentlich der Norden. Ach so, unter mir. Das ist dann wahrscheinlich hier runter, genau. Das wäre ja eigentlich der Norden. Hier ist aber keine Kerze. Deswegen haben wir... Ah ne, Moment. Wir sind noch gar nicht ganz oben im Bild. Das wäre der Norden. Und dann unter mir. Kann man nur von der einen Seite, glaube ich, runter.
ist dann die hier in der Mitte, nehme ich mal an, wenn es keine anderen gibt. Ja, das war einfach. Okay, eins haben wir schon mal. Nutzt das Portal des Fuchses. Hier ist kein Portal des Fuchses. Oder ist das oben? Ich bin mir nicht sicher. Die Fäden des Schicksals sind offen. Ja, jetzt ist es da unten. Wollt ihr mich denn jetzt hier veräppeln? Och, Leute. Ich habe eben geguckt, da war das noch nicht da. So. Okay, nehmen wir das Portal. Okay, die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Wir müssen nach da ganz oben. Warum bringt der Fuchs uns immer? Ach so, weil er zur Magiergilde portet, ne? Ah, ja, ja, ja. Okay, verstehe. Ist nicht schlimm, da müssen wir halt nach oben porten. Das haben wir ja alles schon freigelegt. Ja. Ich hasse diese Stelle, ne? Wenn man genau diese Stelle erwischt, dass man dann da hängen bleibt. Ja. So. Ich vermute, das ist das von der Spinnenfürstin. Nocturnal. War doch die Spinnenfürstin, ne? Moment. Ja, wo muss ich hin? Fuchshöhe. Fuchs ist hier nicht. Fuchs will nicht mit mir reden. Na gut. Die sind ja auch schon alle am Rumlaufen, wissen nicht genau, wo es lang geht. Das ist immer gut. Ach, der ist... Hä, wie komme ich denn da hoch? Moment. Ach, da ist eine Treppe. Die habe ich gar nicht gesehen. Na, schönen Dank auch. Fuchs, wo bist du? Es ergibt Sinn, dass der Weg in die Totenländer sich in einem niedergebrannten Dorf befindet. Ich entschloss mich, mich hier bis zu eurer Ankunft zu verstecken. Ich bin vorsichtig, seht ihr? Es ist nicht nocturnal. Gut gemacht. Was muss ich auf der Ebene von Merunes Dagon tun? Ihr sucht nach etwas Kreatia, einer großen Scherbe, die seine Dremora-Soldaten bewachen. Das Problem ist nur, dass ihr einen zaubergeschmiedeten Schlüssel brauchen werdet, um die Truhe zu öffnen. Man kann sie nicht knacken. Also muss ich den Schlüssel finden, dann die Truhe und anschließend das Kreatia stehlen. Ja, ihr seid so schlau. Durchsucht einfach die anderen Schatztruhen, bis ihr den zaubergeschmiedeten Schlüssel findet. Oh, und leckt nicht am feurigen Kreatia. Den Fehler habe ich einmal gemacht und meine Zunge war einen Monat lang taub. Mhm. Ich glaube, das bekomme ich hin. Ist ja irgendwie niedlich, wie er so Portale ausbildet. Kann man den für sich selber auch holen? Vielleicht so als Begleiter, der dann immer Portale macht, dahin, wo wir hinwollen. Hier ist... Moment, die Blumen sind böse, soweit ich weiß. Was müssen wir jetzt... Findet den Schlüssel und hier ist dann wahrscheinlich die Truhe, oder? Muss ich den Schlüssel jetzt hier finden oder reicht das, wenn ich durchlaufe? Das ist jetzt das, was ich gerne wissen würde. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Hier rum? Zeigt mir aber... Doch, da hinten ist was. Das sieht gut aus. Achso, ich kann es noch nicht schnell aufbrechen mit der. Stimmt. Das ist aber nicht der Schlüssel, den wir brauchen, so wie es aussieht. Aber was hat das jetzt mit der Truhe auf sich gehört? Also hier mit dem... Nein, da war doch gerade noch was. Moment, 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 nochmal raus. Da war doch gerade... Genau, hier eine Ecke. Ist noch eine Truhe.
Jetzt sag mir aber bitte nicht... Nee, da ist der Schlüssel drin. Okay, perfekt. Ich wollte gerade sagen, sag mir bitte nicht, dass ich jetzt doch irgendwo dran vorbeigelaufen bin. Das wäre blöd. Hier, das Kreatia ist gleich hinter dieser Tür. Ich kann es riechen. Nee, dann lass mich doch reingehen. Statt mich hier aufzuhalten. Ruhe nach. Den wollten wir nicht. Moment. Stehlt das Kreatia und hier oben... Oben würden wir dann quasi weiterkommen, so wie das aussieht. Das Kreatia ist hier. Nutzt das Portal des Fuchses. Hat er mir denn wirklich eins hier hingemacht? Ich sehe nämlich keins. Fuchs, du hast mein Portal gestohlen. Oder ist er wirklich draußen geblieben? Das kann natürlich auch sein. Der ist abgehauen. Der ist nicht nur draußen geblieben, der ist abgehauen. Und ich habe jetzt kein Portal. Oder wahrscheinlich hier drin. Aber... Ach so. Nee, doch. Zwei sind abgeschlossen. Okay. Dann, ja, port ich jetzt einfach mal zum Zielort. Ist ja nicht schlimm. Wir sehen uns gleich dort wieder. Okay. Wir sind hier. Das heißt, wenn wir uns rechts halten, könnten wir die Scherbe noch mitnehmen. Und dann können wir da unten wegen dem Zahn gucken. Da seid ihr. Hinter der Ruine ist die Mauer am dünnsten. Wir treffen uns dort. Machen wir. Ist auch gut, dass du gerade hier rumläufst. Oh, hier ist auch noch ein Buch. Lied der Askele-Männer. So, weiter geht's. Hier ist die Scherbe. Nehmen wir natürlich kurz mit. Und dann, nein, ich kann leider die Quest gerade nicht machen. Es tut mir leid. Lass mich mal hier durch. Ich glaube, der hatte Schaden über Zeit. Der ist so leicht spät umgefallen gerade. Hier ist er. Ihr habt es geschafft. Es tut mir leid wegen der Spinnweben und Kultisten. Aber näher konnte ich uns nicht an Nocturnals Ebene bringen. Beeilen wir uns, damit wir hier wieder wegkommen. Was muss ich auf der Ebene von Nocturnal tun? Nocturnal kann die Nacht formen. Wie gruselig. Die Geister des Immergrau sammeln auf ihren Streifzügen dieses Schattenzeug. Einige von ihnen haben sogar so viel davon gesammelt, dass man ein winziges Stück Kreatia daraus machen kann. Und das suchen wir hier. Schattenhaftes Kreatia. Wie komme ich an das Kreatia? Macht es wie die Einheimischen und bleibt im Schatten. Ihr solltet das Kreatia direkt aus ihrem Schattenzeug stehlen können. Woraus auch immer sie bestehen. Ich weiß, dass ihr das schafft. Ihr könntet sie auch töten, aber sie haben uns nicht wirklich etwas getan, wisst ihr? Nun gut, dann nichts wie rein. Ach du Schande. Jetzt ist hier schon wieder meine Dings drin. Von einem schattenhaften Geist. Ja, ja, ja. Boah, wo sind denn hier schattenhafte Geister? Da hinten ist es zu. Da läuft schon einer rum. Ah, Moment, Moment. So ein Nachtschrecken habe ich mir gedacht. Auch nicht. Moment. Nee, da unten ist aber einer. Gut gemacht. Ah, sehr gut. So sehen die also aus. Reiß zum Flügel des Greifen. Ja gut, dann reiß ich jetzt mal eben wieder zurück. Ihr wisst jetzt, worauf ihr achten müsst. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich wieder da hochkomme, heißt das. Ich sehe jetzt erst dahin. Oh, dieser süße Knuffelhase hier vorne. Ich will auch so ein Knuffelhäschen als Begleiter. So, jetzt kann ich mit dir. Ich spüre, dass ihr mit Schätzen aus Feuer, Tinte und Schatten zurückkehrt. Obwohl, ehrlich gesagt, der Fuchs mir schon viel erzählt hat. Er war freudetrunken bei seiner Rückkehr. Gut gemacht.
Diese gestohlenen Magien werden es mir ermöglichen, die Skola zu sichern. Wie werdet ihr das Kreatia einsetzen, das wir gestohlen haben? Vor Ewigkeiten forschten Ulfsild und ich an einem uralten Typus eines mystischen Soldaten. Ich stellte mir diese Konstrukte als schweigende Beschützer der Hallen der Skola vor. Mit der ungezähmten Macht der Daedra-Fürsten wird unsere Vision endlich Realität werden. Dann werdet ihr mich bei meiner Erkundung der Schriftlehre also unterstützen? Das werde ich. Ihr habt für Gerechtigkeit gesorgt, wart als mein Beschützer im Feld und seid meinem besten Freund ein hervorragender Begleiter gewesen. Ihr habt euch dies hier mehr als verdient. Ihr dürft dem Schriftlehreraltar meine Macht verleihen. Danke, Greif. Es ist Zeit, diese gestohlene Magie einzusetzen. Brennt mit den Feuern der Totenländer. Lasst die Schatten Immergraus aufsteigen und sich mit der Macht von Apokrypha winden. Würde ich gerne, aber wo ist... Erhebt euch, Ritter der Skola, beginnt eure Wacht. Möge sie nie enden. Aha. Nutzt meine Stärke weise. Vereint meine Domäne mit dem Altar. Mögt ihr die Schriftlehre beherrschen, wie ihr euch selbst beherrscht. Nehmt meine Stärke mit euch. Ihr seid hier immer willkommen. Danke, danke. Jetzt habe ich aber erstmal eine Aufgabe zu erledigen. Ich muss erstmal wieder... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Die stehen hier direkt an den Eingängen, okay? Ja, ich muss euch gleich nochmal kurz was zeigen, was ich ehrlich gesagt die ganze Zeit übersehen habe. Wo haben wir denn hier? Seht, wie die Tinte schimmert. Gut gemacht. Wo ist sie? Seht euch diese Konstrukte an. Da wird selbst der Erzmagister neidisch sein, wenn wir ihn mal hier runterbekommen. Der Greif scheint sich seiner Sache verschrieben zu haben. Und das kann ich respektieren. Die Rolle des Beschützers wird in den Liedern der Barden nur selten besungen. Sogar Ritter, die es besser wissen sollten, wollen sich in die Schlacht stürzen. Es braucht Disziplin und Mut, ein Beschützer zu sein. Disziplin, wie ihr sie habt. Danke, Nalia. Gern geschehen. Seht euch nur um. Ihr habt wirklich etwas bewirkt in der Skola. Das war der nächste große Schritt auf eurem Weg zur Beherrschung der Schriftlehre. Und natürlich habt ihr zwei alte Freunde wieder vereint. Ihr solltet stolz sein, Abenteurerin. Wir haben den Fähigkeitenstil Niederer Schritt in gebranntes Orange bekommen. Dann nochmal dreimal leuchtende Tinte und das Siegel des Greifen erleuchteten. Ja, also steht halt immer das Gleiche drin, ermöglicht den Erhalt von Fokus und so weiter für die täglichen Belohnungen. Ich weiß nicht genau, was man da jetzt bekommt. Wahrscheinlich sind das diese Schriftstücke, mit denen man arbeitet. Obwohl, eigentlich steht es ja drin. Eigentlich müsste ich es wissen. So, nee, das ist die falsche Seite. Ich wollte mal ganz kurz mit euch hier unten hingehen, weil ich doof bin, jedes Mal daran vorbeigerannt und hatte... Oh, hier sind schon wieder neue Bücher. Jünger Larens Ergänzung. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn jetzt hier die Errungenschaften nicht direkt darüber wären, natürlich. Und hier haben wir noch uraltes Jägertagebuch. Dritter Tag von Hasensprung. Okay. Nun gut. Da wollte ich mal kurz mit euch reingehen, mal gucken, was das ist. Okay, also es ist anscheinend nur unbelebte Rüstung. Unbelebte Rüstung. Es ist anscheinend nur eine Übungspuppe, mit der man kämpfen kann. Was ich... Ach, da hinten ist noch eine. Sind das diese drei? Ich
glaube, das sind die drei, ne? Diese Wächter. Also ich denke mal, dass man wahrscheinlich, wenn man diese Glyphen herstellt und gerade hier ist, dass man ja einfach nur trainieren kann. Ich war mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich meine, es hieß am Anfang mal, dass man irgendwas bekommt dadurch, dass man... Ach, jetzt stehen sie ja auch noch. Dadurch, dass man die Kriegergilde freigeschaltet hat. Was mache ich denn jetzt gerade? Ich laufe hier komplett falsch. Also, ich bleibe jetzt einfach hier stehen zur Verabschiedung. Alles andere ist mir jetzt egal. Wir müssen natürlich wieder zurück zu den Büchern, wo ich auch hin wollte. Aber ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ja, also ihr braucht euch da jetzt nicht bei den Puppen abzumühen, beziehungsweise bei den Leuten, die da rumstehen, sondern das könnt ihr getrost ignorieren. Vielleicht habt ihr ja auch diese erhöhte Chance, dass ihr was bekommen könnt, also dadurch freigeschaltet, und ich habe das nur falsch im Kopf. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge mit der nächsten mit dem nächsten Erleuchteten wieder. Mit dem Drachen. Genau, der Drachen ist es gewesen. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.